Ja. Ja, das ist so kultig. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer hier auf meinem Kanal. Ja, es ist mal wieder soweit, Interviewzeit. Ich habe mir heute einen ganz, ganz lieben Kandidaten ausgesucht. Olaf Schieche, ist das richtig? Ja. Ganz genau. Perfekt. Einige kennen vielleicht dein Gesicht schon und denken, Olaf Schieche, Moment, den Kanalnamen kenne ich gar nicht. Nein, dein Kanalname ist... Solek. Solek, ich sag mal Solak, aber du sagst ja, das Solek. Kannst du sagen, wie du möchtest. Also eigentlich ist es alle, manche sagen Solak, manche sagen Solek. Ja. Ich sag eigentlich immer, glaube ich, Solek. Solek. Mhm. Aber wie man es, eigentlich ist das, heißt es aserbaidschanisch. Das ist ein aserbaidschanisches Wort. Mhm. Weiß gar nicht, ich müsste mich mal informieren, wie man es auf aserbaidschanisch richtig ausspricht. Jetzt hat das mit Bewandtnis, dass du dieses Wort gewählt hast? Oder kam erst danach raus, das ist ein Wort, was aus Aserbaidschan kommt? Achso, genau, gut. Genau so war es. Ich habe einen Namen gesucht und einfach mal... rumjongliert mit Buchstaben. Irgendwann kam dann Solek. Erst soll es mit C hinten sein, ist aber ein italienisches Medikament. Und ja, und dann mit Q. Und dann festgestellt, oh, nee, Q, das heißt ja, ist aserbaidschanisch, heißt Linie oder Strich. Dann ist das aber ja es passt. Unbewusst Schicksal. Richtig gemacht. Und Linie und Strich in der Verbindung, wer dich jetzt nicht kennen sollte und auch deinen Kanal nicht kennen sollte, es geht heute um das Thema, nachdem wir privat auch gesprochen haben, Light Painting, Lichtmalerei. Das ist eine spezielle Sparte an fotografischer Kunst, die ich mit diesem Beitrag und dir euch ein bisschen näher bringen möchte. Wir wollen auch darüber reden. Und du wirst auch in einen Beitrag in einer Staffel 10 Tage, 10 Fotos, Staffel 4 bist du auch dabei. Da lasse ich mich einfach mal überraschen, was du uns da Schönes zeigst. Ich lasse mich auch überraschen. Alles klar. Ich habe ich hab gesagt, macht, was ihr wollt. Also eure Freiheiten überhaupt. Ne? Das wird sich einfach ergeben. Ne? Ja, gut. Als erstes wisst ihr auch, ich frage mir erstmal privat. Ja. Du hast so einen Berliner Akzent, habe ich immer das Gefühl. Nein, nicht Berlin eigentlich. Ja, gut, vielleicht ich als Norddeutscher. Ja, das Brandenburg. So. Brandenburg. Also ich komme aus Südbrandenburg, Elbe-Elster-Kreis. Ja. Eigentlich ist es schon wieder fast Sachsen. Aha. Mhm. Aber ich bin Brandenburger. Brandenburger, gut. Das hört man so ein bisschen in der Stimme noch raus. Aber ist seit 2005 nicht mehr dort. Mhm. Aber trotzdem, es bleibt. Ja, bei mir geht das immer so, ich komme ja eigentlich aus Hamburg, so die Ecke. Wenn ich wieder viel in Hamburg bin und dann wieder zu mir in die Tanzschule gehe, nach Nordrhein-Westfalen, dann sagen die auch, jetzt hört man wieder, dass du Hamburger bist. Aber es ist wahrscheinlich so. Es ist immer so, wenn ich auch mal in der Heimat dann bin und dann irgendwie, mal bei meinen Eltern besuche, dann auf einmal hast du es wieder drin. Oder wenn ich mit jemandem telefoniere aus Berlin, Brandenburg, dann ist es auch so. Ja. Ich glaube, alle anderen kennen es nächste auch. Private Geschichte. Wie alt bist du eigentlich? Habe ich dich gar nicht gefragt, wohin. Magst du das sagen? Komm, jetzt hau raus. 34, ja, ist doch ein perfektes Alter. Ne? Da hast du noch alles vor dir. Bei mir zählt die Zeit schon rückwärts. Nein, gut, alles klar. Kommen wir zum Thema, klar, Fotografie, Lightpainting. Ich weiß, dass du damit dein Geld jetzt ja auch verdienst. Aber was war vorher? Was war dein erstgelernter Beruf überhaupt? Erstgelernter Beruf war Orgel- und Harmoniumbauer. Ja. Jetzt werden sich wieder alle fragen, so, was ist das denn überhaupt? Ja. Wobei eigentlich Orgelbauer. Also es ist Orgel- und Harmoniumbauer. Ich habe Orgeln gebaut, habe es gelernt, habe die gebaut, restauriert, rekonstruiert, gewartet. Ja, damit hast du angefangen. Ja. Und dann hast du auch das als Beruf auch ausgeführt. Genau, also nicht nur Ausbildung und Tschüss, sondern du hast auch bist richtig am Ball geblieben dann dabei. Ne? Wunderschöner Job. Ich denke jetzt immer noch wieder zurück. Klar, wenn ich die Gelegenheit vielleicht hätte, vielleicht würde ich es nochmal irgendwann machen. Du bist ja noch jung. Ja. Weißt du, wo es noch hingeht. Ne? Aber irgendwann hast du ja auch mal mit der Fotografie angefangen. Mhm. Klar geht es heute um Light Painting, um die Lichtmalerei. War das so ein Abwasch, ein Atemzug oder hast du erstmal, ich habe eine Kamera, fotografiere meine Freunde, meine Familie, meinen Hund, meine Katze oder sonst irgendwas und bist dann später auf Lightpainting gekommen oder wie ist das bei dir entstanden? Ja, normal ist es, ich glaube, so wie es bei Heben eigentlich ist, Kamera gekriegt. Ich glaube, zur Konfirmation hatte ich meine erste Kamera, digitale Kamera mit satten 2,1 Megapixeln bekommen. Das war so ein Ziegelstein. Ja, und dann geknipst. Ja. Geknipst, immer gerne geknipst, fotografiert, hat Spaß gemacht und dies Jahr ist ein besonderes Jahr, denn dies Jahr ist es 10-jähriges Jubiläum, so gesehen. Ach, du machst erst 10 Jahre? Seit 10 Jahren mache ich das alles erst. Aha. Und wirklich vor 10 Jahren, das war die romantische Geschichte, beginnt auf einem Bootssteg in Rügen, auf Rügen sagt man. Einfach mal ausprobiert. Ich hatte, glaube ich, eine Zeitschrift gesehen, da waren mal so einfache Lichtmalereien, fand ich interessant. Ja. Probierst du auch mal aus. Dann hatte eine Fahrradlampe, so eine ganz normale Fahrradfrontlampe und hatte meine Kamera. Es war eine Bridge-Kamera, konnte 60 Sekunden Maximum. Ich hatte aber von Tuten und Blasen keine Ahnung.
gut aufgestellt und dann gedrückt und dann, ja gut, gucken wir mal, wie es jetzt funktioniert. Hat nicht richtig funktioniert und dann manuell Modus rausgefunden und dann mich auch gewundert, was ist denn dieses F, was heißt denn diese ISO? Ja, genau. Ja, da ging es los und dann einfach mal ausprobiert. Ja, okay. Und so sind die ersten Paintings entstanden. Und das ist jetzt 10 Jahre her? 10 Jahre her. Wow, aber das seitdem, hast du ja ordentlich verfeinert, immer weitergegangen. Ja, und seitdem habe ich mir selber beigebracht. Also und dann das Ganze nach und nach hat sich das entwickelt. Ja, ich bin ja auf deinen Kanal gekommen. Du hattest zusammen mit Stefan Wiesner auch nicht nur einen Beitrag, du hast schon öfter mal mit Stefan was gemacht. Jetzt waren es sogar schon 4-mal. Ja, 4-mal. Und den letzten Beitrag fand ich besonders gut, wie du da mit der Stahlwolle und mit dem Regenschirm da so gegengehalten das hat. Bild ging auch ordentlich durch. Das glaube ich dir gerne. Und wie gesagt, das hat mich jetzt auch schon gewandt. Also das Thema fand ich schon immer gut, aber irgendwie war ich zu faul oder keine Ahnung, ich habe dem nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Ich weiß aber von einigen, die Szene ist zwar sehr intensiv, eine tolle Community, glaube ich einfach, aber wenn du bedenkst, wie viele Leute fotografieren, ist das jetzt nicht so unbedingt ein Thema, was jeder mal gemacht haben muss. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber das Lightpainting ist so eine Nische. Und ich habe auch das Gefühl, dass die wollen eine Nische bleiben. Oder was kannst du rausfinden oder sagen, was vielleicht der Grund ist, warum nicht jeder Fotograf sagt, ey, das muss ich unbedingt machen. Weil die Bilder, sorry, wenn ich das so sage, sind geil. Ja, es macht ja auch Spaß, aber Lightpainting ist... Also irgendwie jeder macht's mal. Also ich glaube, jeder, der jetzt auch zuguckt, hat bestimmt schon mal Stahlwolle gemacht. Oder mit einem Domrad. Das sind so die beiden Sachen, was jeder schon mal gemacht hat. Oder ich auch Stahlwolle. Wunderkerze, Silvester, Neujahr. Langzeitbelichtung sowas. Und so weiter. Das hat jeder mal gemacht. Das ist zu aufwendig. Das ist ein großer Grund. Das ist einfach, du musst so viel mitschleppen. Ich habe angefangen, ich habe so eine Aldi-Plastiktüte mitgeschleppt. Jetzt, ich habe einen Caddy Maxi. Wenn ich losfahre, ist der voll. Also wenn ich wirklich auf Tour gehe, du schleppst einen Haufen Zeug mit, das ist aufwendig. Du kriegst Maximum, sage ich immer, also es ist so das oberste Gebot, wenn du 3 gute Bilder der Nacht hast, dann war es eine super Nacht. Ja. Das ist immer schwierig, du kriegst halt wenig Bilder. Ich bin froh, wenn ich 1 hinbekomme. Ja, es ist halt, bei anderer Fotografie hast du viel größere Ausbeute. Ja, klar. Und viele sehen es halt wirklich eher als Spielerei. Es hat so viele Faktoren, was das halt mixt. Es ist die künstlerische Geschichte. Du musst dich mehr mit Fotografie auseinandersetzen, mehr mit Licht auseinandersetzen. Du musst irgendwo körperlich schon bestimmte Bewegungen können. Richtig. Es ist wie Tanzen. Da kämpfe ich auch noch drum, diese Bewegung hinzukriegen. Also ich muss sagen, ich will jetzt nicht behaupten, ich bin Anfänger. Nein, ich bin schon ein bisschen weiter in der Fotografie. Ich kenne mich auch mit Licht aus, glaube ich jetzt einfach mal. Auch mit Fotografieren, mit Blitzlicht. Also ich weiß, was Licht bedeutet. Große Herausforderung war, als ich das alles gesehen habe, ich habe mir auch so eine schöne bunte, also die man farblich verändern kann, eine Taschenlampe gekauft. Dann so ein, wie heißt das, so ein Horn oder irgendwie sowas, so ein Glas-Dings da drauf. Ich habe aber festgestellt, entweder war das alles zu dunkel oder meine Bewegung war zu schnell oder zu langsam, weil es dann zu hell war. Ich glaube, du hast ja auch ein Buch darüber geschrieben, aber selbst das, es ist ja kein festgelegter Faktor. Es ändert sich ja ständig was. Einmal die Bewegung, die Lichtstärke, die Blende. Das sind so viele Faktoren, die da zusammenkommen, bis endlich mal wirklich ein Bild entsteht. Und wir haben vorhin im Garten bei dir einen Kaffee getrunken und da hast du auch gesagt, du weißt ganz genau, wenn das Licht so und so ist, die Kamera so und so, das sind auch Erfahrungswerte, die wahrscheinlich eine große, große Rolle spielen. Ja, das habe ich auch in den 10 Jahren einfach gelernt. Das ist, welche Taschenlampen du nimmst, was du machen möchtest, ist ja unterschiedlich. Die Blende ist mein Hauptarbeitswerkzeug. Ja, ISO ich gerade fragen. ISO bleibt eigentlich meistens in einem Bereich und meistens dann wirklich mit der Blende arbeiten und mit der Zeit. Ja. Und mit der Zeit entsteht, also die Zeit ist auch ganz, ganz wichtig. Blendezeit eigentlich. Das sind so die wichtigen Faktoren, die musst du beherrschen. Ja. Aber das entwickelt sich einfach, das Gefühl. Ja. Und die Belichtungszeit, wenn du die mal so, wir haben ja, oder die moderne Kameras haben alle diesen so Bulb-Modus. Das heißt, ob jetzt ferngesteuert oder mit Kabel oder direkt an der Kabel, direkt an der Kamera und dann läuft man dann wieder ins Bild, das haben sie ja alle. Aber ich sag mal, irgendwo muss man ja auch gucken, wo man sich hinstellt. Man muss ja auch die Umgebung kennen. Und wenn da jetzt im Hintergrund viele Autos hin und her fahren in der Nacht, dann hast du natürlich die ganzen Streifen mit drauf und so weiter. Es gibt natürlich eine Kamera, die habe ich selber auch, das habe ich jetzt auch erst festgestellt, die besonders, finde ich, dafür geeignet ist, sowas zu machen, weil die ein Bulb, wie heißt das? Live Composite. Genau. Und da wird, wie du auch einmal in einer deiner vielen Beiträge erklärt hast, ein Referenzbild gemacht, so wie du das Bild an sich belichtet haben möchtest. Und alle zusätzlichen Lichtquellen, die dann im Laufe einer Belichtungszeit oder mehrerer Aufnahmen zusammenkommen, werden dann in das Bild mit reingerechnet. Ja. Ist eigentlich die perfekte Kamera für...
Light Painting? Oder du holst gerade Luft? Nein, das große Problem ist, dass viele diesen Modus nutzen. Viele denken mittlerweile, okay, ich kann Light Painting nur mit diesem Modus machen. Also, dass ich wirklich Light Painting nur mit Live Composite machen kann, aber es ist verkehrt. Also, viele wissen nicht, wie man diesen Modus einsetzt. Viele machen es komplett falsch. Und wenn ich dann sehe, so, boah, sind die Bilder viel zu dunkel, funktioniert das nicht und das nicht. Also, ich nehme diesen Modus nur, wenn ich nicht die richtige Zeit einhalten kann. Wenn irgendwo die Umgebung viel zu hell ist. Ja. Nur dann nehme ich es. Letztens am Vulkan. Es ging nicht, da wirklich lange zu belichten. Wenn du länger belichtest, das Licht wird ja, dann brennt dir nachher alles aus. Und jede Lichtquelle summiert sich ja mit jeder, mit jedem Bruchteil einer Sekunde. Ne? Also 90% meiner Aufnahmen oder wirklich auch mehr sind reine Bulbaufnahmen. Ja. Und das nehme ich dann halt wirklich nur, wenn dann irgendwo eine Straßenlaterne hier ist oder da eine Straßenlaterne. Ja. Wenn ich Fremdlicht habe, was ich nicht steuern kann, dann nehme ich Live Composite. Ja. Aber weißt du denn vorher schon, wenn du jetzt zum Beispiel die Bulbaufnahme hast und weißt, aha, das ist mein Ort, den möchte ich jetzt gerne fotografieren, da möchte ich mich reinbauen, sage ich jetzt mal, reinmalen. Du musst ja vorher in der Bulbaufnahme ja schon wissen, übrigens, wenn ihr hier Vögel hört oder Flugzeuge, wir sind ja auf einem großen Dorf, sage ich mal, überall ist Landwirtschaft und wenn hier mal ein Trecker vorbeifährt, also verzeiht uns, aber das ist nun mal so. Der war wirklich gerade ein bisschen laut. Nein. Machst du vorher eine Testaufnahme, damit du weißt, in welchem Bereich du bleiben musst von der Belichtungszeit? Oder weiß dein Auge das jetzt auch? Kommt drauf an. Wenn ich im Dunkeln, meistens bin ich da, wo es dunkel ist. Wenn es dunkel ist, ist es dunkel. Ja. Dann muss ich nichts machen. Ja. Trotzdem ist es ratsam. Also wenn man zum Beispiel jetzt der Mond strahlt, Vollmond, Halbmond. Vollmond ist verdammt hell. Ja. Da kannst du ja auch nur noch 20 Sekunden. Das ist es. Ja, deswegen muss man sich da mal ein bisschen gucken. Also wenn man sieht, okay, ist ein Mond, der leuchtet oder hier sind ein paar Laternen in der Umgebung, dann mache ich eine Testaufnahme. Mhm. Aber meistens bin ich da, wo kein Licht ist. Und dann ist es egal, wie lange ich belichte. Ja. Aber beleuchtest du denn nur, ich habe ja gesehen, auf Instagram, das müsstet ihr unbedingt mal drauf gucken. Also Wahnsinnskunstwerke, es ist echt der Hammer. Da beleuchtest du ja, also nimmst du ja nicht nur Leuchtstäbe oder Effekte in die Hand, sondern du beleuchtest ja auch teilweise die Umgebung, in der du bist. Dann kommen halt, also wir im Hintergrund, also gut, das sind jetzt größere Strahler hier, aber ich habe so kleine, ich nenne es Dekolichter, die platziere ich überall im Raum und die leuchten dann ganz, ganz schwach. Ja. Also man denkt immer, werde ich mal gefragt, dass die ganze Kulisse irgendwie ausgeleuchtet ist, riesengroß. Ja, aber ich habe gedacht. Nee, ist nicht. Und es sind halt überall kleine Spots, die dann, jetzt kommt gerade ein Trecker. Jetzt kommt ein Trecker vorbei, aber leise, der war noch relativ leise. Sind halt überall kleine Spots, die dann leuchten und die leuchten dann die ganze Zeit. Ja, aber gut, die nimmst du dann in der Langzeitbelichtung ja mit auf. Genau, und über die Zeit wird es dann halt hell. Ja. Also wenn ich normal jetzt einen Spot habe und ich fotografiere eine Sekunde, ist der Raum trotzdem dunkel. Mhm. Aber wenn ich jetzt halt da 5 Minuten belichte, dann hat er halt das Licht. Genau, und wenn die Lichtquelle noch so klein ist, irgendwann nimmst du auf jeden Fall auf. Das ist halt eigentlich das ganze Geheimnis. Gib doch mal einen ganz kleinen Tipp. Also ich weiß, du verdienst ja mit der ganzen Geschichte auch dein Geld. Und ich zum Beispiel als Tanzlehrer, das haben mich auch viele gefragt, Michael, mach doch mal den und den Tanz noch mal für uns und du hast doch YouTube, mach das doch mal rein. Könnte ich machen, aber da gibt es so viele, nenne ich sie einfach mal Nutznießer, die dann sagen, kostenlosen Content. Und das ist dann immer schwierig, gerade wenn es um ganz spezielle Sachen geht. Und du machst Tutorials, Reviews auch, ob jetzt Produkte oder erklärst auch was über diese ganze Geschichte. Aber es soll immer noch in dem Rahmen bleiben, dass die Leute auch zu dir persönlich kommen können und sagen, pass auf, ich biete da Kurse an oder gebe Workshops und so weiter. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, da können die Leute sich das ja auch holen, nochmal genau durchlesen, wie was vielleicht funktioniert. Aber ich glaube, es ist auch ein großer Wert, live dabei zu sein. Das ist ja etwas, was man super animieren kann. Hey, nur so kann ich es auch besser erklären. Mhm. Und du kannst es auch nur lernen, wenn du wirklich, also klar, du kannst dich jetzt irgendwo das alles anschauen und wie ich dann was mache, aber du lernst es halt nur, wenn du auch eine Taschenlampe in die Hand nimmst und wenn du auch dann selber das Ganze mal machst. Mhm. Und so mache ich ja auch in den Workshops. Ich mache es vor, die Leute sollen es nachmachen und dann passieren halt auch die Fehler. Ja. Obwohl ich es vormache und alles wirklich exakt so mache, machen die Leute, die das dann machen, komplett andersherum. Ist bei mir auch. Ich zeige eine Tanzfigur, bewege meinen Körper richtig, wie das sein soll und die Leute interpretieren das vielleicht anders. Und bei dir ist der Vorteil, die sehen es ja anhand des Bildes gleich. Ja. Hallo, da ist ja irgendwas anderes in dem Moment. Aber jetzt gib doch mal bitte einen kleinen Tipp. Wer jetzt zuguckt und sagt, das Thema habe ich noch nie in meinem Leben behandelt, was würdest du sagen, wäre erstmal der leichteste Einstieg, um zu sagen, wow, das ist ein toller Effekt. Das ist ein Bild, wo... Strichfiguren. Strichfiguren.
Strichmännchen. Ich empfehle, in einer weißen Taschenlampe, oder? Ich empfehle immer jeden, arbeite und mach erstmal Strichmännchen, Strichfiguren, ja. Blümchen malen. Das ist das Wichtigste, weil allein das ist schon die größte Schwierigkeit. Ich erlebe immer wieder, Leute wollen Strichmännchen malen und die meinen es komplett anders. Und dann leuchten sie sich an und ja gut, dann ist ja vorbei. Achso, apropos sich anleuchten, das fiel mir auch auf. Heute zufällig, aber wenn ich Light Painting bei mir im Garten ausprobiere, reicht manchmal schon mein Gesicht. Also da würde ich mir am liebsten vor meinem Sohnemann seine Motorradkappe aufsetzen, dass nur noch meine Augen da durchgucken. Habe ich teilweise. Echt? Ja also gut, das kommt drauf an, wenn du mit hellen Lichtquellen arbeitest. Mhm. Normalerweise ist es ja, die Kamera nimmt auf, bin jetzt ja auch relativ dunkel angezogen, du bewegst dich. Und solange kein Licht auf dich fällt, ist alles in Ordnung. Genau, aber die Haut ist ja relativ hell. Das wenn ich mit Feuer arbeite oder so, und dann wird mein Gesicht angeleuchtet, das sieht man dann. Und da habe ich dann auch manchmal Sturmhaube, Handschuhe. Ja. Grob mal eben gesagt, nehmen wir mal eine Vollformatsensorkamera, ein bisschen weitwinkliger, damit ja auch das ganze Geschehen auch im nahen Abstand aufgenommen werden könnte. Belichtungszeit für ein normales Strichmännchen in der Größe, was man so aufmalt. Was schätzt du? Ich sag mal, einfach eine Taschenlampe, die man vielleicht an seinem Schlüsselbund hat. Das reicht ja wirklich, eine kleine Stifttaschenlampe nehme ich dafür immer. Belichtungszeit für ein Strichmännchen. Strichmännchen dauert 10 Sekunden. Ja, also so lange auch die Belichtungszeit und fertig. Nee, würde ich länger machen. Ja? Immer länger belichten, weil wenn ich jetzt mich jetzt aber hinstelle und ein Strichmännchen mache, dann bleibe ich ja auch als Schatten da. Ja. Die ganze Umgebung hat ja auch Licht, die wird dann hell. Aber ich bleibe ja trotzdem als Schatten dann da zu sehen. Aber ich möchte ja eigentlich, dass das Strichmännchen nur als Strichfigur zu sehen ist und ich gar nicht. Ja. Deswegen muss ich dann weg und dann immer noch ein bisschen länger belichten. Das ist eigentlich das größte Geheimnis. Ach so, weil man sonst, aber dann hast du man sieht deine Silhouetten oder irgendwas in der Bewegung dann nachher. Zeit. Ja. Und das ist der größte Fehler, den viele machen. Die nehmen nicht die Zeit. Ja. Die machen immer nur schnell, ich habe es gemacht, fertig, aus. Aber ich nehme mir immer die Zeit und belichte immer meistens noch 1 Minute, 2 Minuten länger. Aha. Ja ganz gut, bewusst. Dann verwischt natürlich alles nachher in dem Moment. Was mir aufgefallen ist, das Licht, was abstrahlt. Ich hatte von Irisa, keine Ahnung, irgendeine so eine Stablampe gekriegt, die ziemlich hell war. Und da habe ich auch so ein paar Bewegungen gemacht. Ich konnte sogar ein Stativ machen, dass ich große Kreise machen konnte. Aber mir fiel auf, Moment, ich habe die ganze Umgebung mit ausgeleuchtet. Der ganze Rasen war auf einmal angeleuchtet und so weiter. Also, wow, ich glaube, das ist eine Menge, auf das man da achten muss. Und wie gesagt, ich stehe am Anfang. Ich finde es aber mega interessant. Es gibt ja auch so viele, und du machst ja auch Tutorials über, wie bastel ich mir was zusammen. Das fängt an mit einer einfachen Plastikflasche, wo man da irgendwas. Dein Hauptarbeitsmittel ist, glaube ich, Panzerband oder was. Damit man das überhaupt alles miteinander verknüpfen kann. Ich habe jetzt erst wieder eine Lieferung gehabt. Wie viel waren das? 5, 6 Rollen Panzertape? Das ist natürlich einiges. Ne? Ich meine, man kann sich auch, ich habe das ja gemacht, ich habe mir eine Taschenlampe gekauft, die auch diese Farben verändert. Und da gibt es extra Aufsätze, gummiert, vorne mit einem Schlitz, wo man noch Effekte reinstecken kann, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Ich muss sagen, wenn so spezielle Sachen, das ist nur so ein Plastikteil. Schweineteuer, richtig viel Geld. Deswegen brauchst du ja gar nicht. Heizungsisolierrohr. Ja, siehst du. Also, Heizungsisolierrohr kommt jetzt komisch, aber von den Klopapierrollen und sowas oder von den Haushaltsrolle, dann nimmst du die Papprolle. Ja. Panzertape, fertig. Ja. Also du brauchst nicht immer so teure Sachen und so viel. Macht viel mehr Spaß, wenn du so einfache Geschichten hast. Ja. Und erstmal ausprobieren. Wenn es dann funktioniert, dann gut, funktioniert es. Jetzt haben wir die 3D-Druckwelt, ist jetzt da. Ich habe auch einen 3D-Drucker. Ich drucke mir die ganzen Sachen, die ich brauche. Aber da ist dann auch der Vorteil, weil ich ja Konstrukteur mittlerweile auch bin, dass ich dann das alles 3D konstruieren kann. Ja, cool. Ja, und da werden wir natürlich viele schöne Tutorials in Zukunft auch von dir sehen, wie was man so zusammenbastelt. Gibt's schon einige? Ja, ich habe schon einige gesehen. 20, 25. Man kann alles bauen. Das ist ja das Lustige. Also du kannst ja mit allem irgendwo einen coolen Effekt machen. Ja. Kommen wir doch mal zu dem, was du anbietest. Also du hast einmal Workshops. Ich glaube, rausgehört zu haben, das sind jetzt nicht 20, 30 Leute, die da auf dich zukommen. Es ist mehr so ein kleiner Rahmen. Du machst es mit nicht ganz so vielen Leuten. Ja, meistens 12 Leute, weil man muss ja bedenken, die haben alle ein Stativ. Und ein Stativ nimmt mal so viel Platz weg. Mhm. Und wenn dann 12 Leute nebeneinander stehen mit einem Stativ, ist es schon schwierig. Ja. Also letztendlich soll es eigentlich beim Workshop, ja gut, ich habe auch gelernt, wie Leute ticken. Mhm. Eigentlich soll ein Workshop ja so sein, dass die Leute das lernen, nur kommen die gerne immer hin. Die wollen ja auch alle ein Foto mitnehmen. Ja, logisch. Deswegen bauen sie halt alle ihre Stative auf und deswegen limitiere ich dann aber auch auf 12 Leute. Mhm. Mehr geht gar nicht. Ja. Lieber weniger. Weniger ist eigentlich noch besser. Richtig. Ja.
Und dann machst du ja auch noch große, größere Events, glaube ich, hattest du mir auch gesagt. Verschiedenste, ja. Wo um die 50 Leute zusammenkommen, oder? Genau, also das ist das Light Painting Festival. Mhm. Da ist dann wirklich groß. Und wir sind jetzt 55 Leute dieses Jahr, die dann zusammenkommen. Mhm. Und da gibt es mehrere Workshops, die gleichzeitig laufen, machen mehrere Leute. Ja. Kann man bei dir schon für die nächsten Jahre buchen? Weil du hast, pass auf, du hast ja gesagt, innerhalb von 11 Minuten war das Ding ausverkauft. Ja. Weil das ist ja, Kinders, das ist was Einzigartiges. Sowas muss man, das ist ein Wahnsinnsspektakel. Man denkt immer, ja, man sieht erst gar nichts. Und wenn man sich das Endprodukt, sprich das Foto anguckt, dann merkt man erstmal, was überhaupt passiert ist. Und ja, das Festival ist sowieso, weil es Festival-Feeling ist. Ja. Also du kannst da zelten mit einem Wohnmobil anreisen, du kannst da eine Wurst grillen und dann nebenher dann halt über Fotografie reden. Ja. Das ist halt wirklich Festival. Wie so ein Musikfestival ist unser Konzept dann halt auch, wir haben mehrere Workshops und beim Musikfestival überlegst du ja, gehst du jetzt auf Bühne A oder gehe ich jetzt zur Bühne B, weil zwei coole Bands spielen. Mhm. Und so machen wir es halt. Bühne A ist halt der coole Workshop, Bühne B ist der coole Workshop und dann kannst du halt dich frei entwickeln. Oder du sagst auch, gut, nur hier sind so viele coole Leute. Ich genieße einfach die Zeit. Haben wir auch Leute dabei. Ja, schön. Und das macht mega Spaß. Nächstes Produkt. Kommen wir noch mal zu deinem Buch. Du hast ein Buch geschrieben. Wird das in die zweite Auflage gehen? Weil du sagtest, ist schon alles weg. 20 Stück haben wir grob. Gibt es grob noch? Also 19, weil eins werde ich heute kaufen. Ich habe diese Woche erst mit einem Verlag geschrieben und die haben nochmal so ein bisschen die Pistole auf die Brust. Bis Mitte des Jahres muss das fertig sein, die zweite Auflage, weil wir wollen, Ende des Jahres soll die zweite Auflage kommen, wird dann mit mehr Themen, also es werden mehr Seiten. Also es wird ein komplett neues Buch oder wird das Buch überarbeitet? Eine Neuauflage plus mehr. Aha. Also es gibt mehr Seiten. Also nicht einfach nur gleiche Buch nehmen, gedruckt. Nein, das soll gar nicht. Also es gibt, ein Großteil der Themen bleibt einfach so drin. Es werden neue Bilder reinkommen, die Themen werden ein bisschen überarbeitet, es kommen mehr Umfang mit rein. Ja. Wie alt ist das Buch jetzt? 1,5 Jahre. Und wie lange hast du gebraucht, das Buch zu schreiben? Auch nochmal 1,5 Jahre? Von der ersten Idee oder? Ja. Die erste Idee, über ein Buch zu schreiben, war vor 3 Jahren. Ja. Also von der wirklich Grundidee bis zum fertigen Buch waren es 3 Jahre. Ja. War einfach auch dieser Prozess. Und irgendwie mal, man sagt immer, schreib mal ein Buch. Ja. Ja, aber nebenher ein Buch schreiben ist irgendwie gar nicht so. Nee. Ich mag nicht. Traum wäre es von mir auch, aber ich hätte wahrscheinlich gedauert und deswegen kommt jetzt eine Neuauflage. Ich hatte zwar überlegt, weil es ist das Light Painting für Einsteiger und deswegen sollte es eigentlich ein zweites Buch geben, aber es rechnet sich halt nicht, weil... Ja. Wie heißt das Buch? Einstieg ins Light Painting. Ja. Da. Wo ist es? Hier. Ja, ich habe das schon gesehen, mit dem Bild da eben. Das fand ich richtig cool. Hier, ich halte es mal da in die Kamera. Ich könnte dir das sehen. Und soll kosten, damit ich weiß... 25. Ja. Die meisten Bücher, die ich kenne, die kosten eigentlich so um die 39 Euro. Ne? Wir lassen es hier einfach trotzdem mal stehen. Ne? Ist einfacher, ja. Cool. Was lernt man aus diesem Buch? Alles. Also da geht es wirklich von der, was brauchst du für Kamera? Also wirklich Equipment. Das sind immer viele Fragen. Wie stellst du die Kamera ein? Dann... Umgebung, wie finde ich die Location, wie fange ich wirklich mit Strichfiguren an? Da gibt es dann bis Stahlwolle, bis Modelgeschichten und Nachbearbeitung. Ja. Ist ja auch immer so ein Thema. Ja, aber ich glaube, vielleicht, da hatten wir uns auch vorhin kurz drüber unterhalten, dass viele sagen, ja, ich kann mit Light Painting nichts anfangen, das sieht ja alles so künstlich aus, das ist ja alles so künstlich. Aber mal ganz ehrlich, wir als Fotografen, wenn wir zum Beispiel Personen fotografieren oder auch Landschaften, investieren ganz viel Zeit, um die Bilder nachzubearbeiten, dass sie nachher so sind, wie wir sie dann präsentieren, wo auch immer, auf welchen Plattformen immer. Ja, und hier machst du das schon während der Arbeitszeit und die Nachbearbeitung wird wahrscheinlich nicht so viel Zeit verschlucken. Das sind 5 Minuten. Ja. Das ist wirklich, also jede... Das zum Thema, das ist künstlich oder eben nicht. Ich mache ja auch Landschaftsfotografie nebenher und mache auch mal Nachtaufnahmen. Und dann machst du 3-4 Aufnahmen, um halt den Sonnenstern perfekt reinzukriegen, mit Finger zu halten und baust verschiedene Aufnahmen zusammen. Das ist ja alles irgendwie legitim. Mhm. Also ist mittlerweile, weil jede coole Landschaftsaufnahme eigentlich, die man so sieht, ist ja sowieso zusammengebaut. Mhm. Ist einfach ja. Ja. Und das Schöne ist halt wirklich beim Light Painting, du lernst mit der ganzen Kamera und mit dem ganzen Licht, das wirklich mal umzugehen mit dem ganzen, dass du halt wirklich das nicht brauchst. Ja. Wir haben ja auch gesprochen über die Olympus-Kamera mit diesem tollen Modus, den wir da drin haben. Mhm. Ich habe irgendwann mal mit meiner Sony-Aufnahme, mit der Somi 14 mm am Vollformat dieses Star Trails, oder wie das heißt, viele Aufnahmen gemacht. Ich habe da 4 Stunden in der Nacht Richtung Norden alles ausgerichtet und musste nachher mit einem Programm wieder alles zusammenrechnen.
Olympus macht das ja durch diesen Modus ja, ja eigentlich schon von alleine und rechnet das alles selber zusammen. Aber jetzt kommt's, wenn dieses Bild, um diese Star-Trails überhaupt erstmal hinzubekommen, schon so lange dauert, machst du dein Kunstwerk, deine Light-Painting davor oder danach? Oder mittendrin? Wenn ich das wirklich mit Star-Trail verbinden möchte, ja. Ich habe es ja auch schon gemacht, sogar mit 6 Stunden Star-Trail, ja. Meist natürlich davor. Wollte ich gerade sagen, dann stell dir mal vor, du hast die 6 Stunden um und verdaddelst dich dann mit deinen Lampen. Das kann ich mir natürlich... Das Beste kommt dir immer so, was machst du die 6 Stunden dann? Werde ich ja meistens gefragt. Mhm. Und schlafen. Ja, richtig. Man kann also ich wohne hier irgendwo... ich wohne hier auf dem Land, ich mache ja. Das dann hier mal irgendwo. Wo ist Norden? Norden ist dort. Ja, gut, alles klar. Und dann wird ja. Die Kamera hingestellt und... Ja. Das ist gut. Dann warte mal kurz. Hast du bei diesen Langzeitsachen bei Olympus, ich habe mir jetzt extra so ein Dummy geholt, mhm. Damit ich das mit der Powerbank mache. Oder hast du eine Erfahrung, welche Olympus hast du? Die 1.3. Die 1.3. Hast du da so einen Akku-Pock dann so drunter mit 2 Akkus? Oder also die Erfahrung ist, die habe ich letztens gemacht mit einem vollen Akku von der 1.3 und ich habe das Display ausgemacht und alles. Ja. Mhm. Konnte ich 3 Stunden locker fotografieren und hatte noch, ich glaube, das waren 50% Akku. Ja. Oh. Die hat das wirklich 3 Stunden. Hält ja, ja gut, aber du hast Monitor, wahrscheinlich hast du den Sucher dann. Ich habe das alles kannst ja ausmachen, das Ganze. Ja, das schluckt ja am meisten, glaube ich, dann ja. Auf jeden Fall. Ansonsten habe ich natürlich Akkubank. Du kannst die 1.3, kannst ja auch eine Powerbank hängen mhm. Und dann lässt du die einfach laufen, das funktioniert ja. Ja, sehr schön. Oder ich habe auch einen Akkugriff, dann kannst du 2 Akkus nehmen. Dann bist du da auch nicht eingeschränkt in irgendeiner Form. Ne? Ja, wir sind hier in deiner Lagerhalle, in deiner Scheune. Ja. Und hier wisst ihr, also Kinders, ihr werdet hier wirklich fast erschlagen, was es hier alles für Möglichkeiten gibt. Ich kann mir vorstellen, ich habe an deinen Bildern ja auch ein paar Sachen gesehen. Was ich bewundere, ist dabei diese Synchronität von links nach rechts. Hast du zweimal einen gleichen Lichteffekt mhm. Und hast halt gelernt, dich so synchron zu bewegen? Ja. Also es ist die linke Spur ist extra gezeichnet, die rechte ja. Spur ist extra gezeichnet. Ja. Das ist das ganze Geheimnis, ist einfach, dass du nicht nur irgendwie einfach was malst, sondern ja. Dass du mit deinem Körper auch umgehen kannst. Also ich ja. Merke mir alles in meinen Bildern mit meinem Körper. Also ich weiß, wo ich dann den Arm habe. Und deswegen ja. Sage ich es ja auch immer den Leuten. Also könntest du dir auch eine Maske aufsetzen, du bist blind und weißt ganz genau, wo du was machst? Oder ja, wie? Weil du hast ja auch ein Gespür, wo deine Hand ist. Mhm. Und das Wichtige ist die Hand hier oben, Schulterhöhe, dann hast du Brusthöhe, Hüfthöhe, ja. Knie. Das sind so die ganzen Punkte, genau. An denen ich mich orientiere. Mhm. Gibt es auch Vorrichtungen, die du machst, um besonders zum Beispiel einen exakten Kreis hinzubekommen? Also ich stelle mir vor, ich mache da irgendwie so eine, wie beim Fahrrad, da so eine Achse und weiß, oh, ich muss es ja stillhalten, denn sobald ich das ja bewege... Gibt's auch. Ja? Ich habe auch sowas. Oder da hinten, da steht auch noch so ein motorgesteuertes Ding sogar. Wollte ich gerade sagen, vielleicht mit Flügeln oder sonst irgendwas. Ne? Ja, gibt es auch, aber wenig. Also ich bin eigentlich eher so... Also klar, es ist so... Es gibt mittlerweile sehr viel Technik. Es gibt ja. Viele Leute, die verlieren sich echt in der Technik fürs Lightpainting. Ja. Ich baue auch mit Scheibenwischermotoren und sowas, solchen Geschichten. Mhm. Aber irgendwo ist es für mich dann kein Lightpainting mehr. Lightpainting ist für mich, wenn es Handarbeit ist. Ja. Also lieber weniger Technikeinsatz und dann wirklich mit den Händen. Das sieht cooler okay. Aus ja. Und nicht so hundertprozentig. Experimentierst du jetzt auch noch viel aus oder rum? Oder weißt du jetzt schon grob genau, hallo, das ist alles okay, das weiß ich? So oder viel. Gibt's noch, es gibt denn einen guten Spruch, den ich immer gerne allen sage, können euch alle merken, Licht ist unendlich, die Möglichkeiten damit auch. Stimmt, das hattest du auch bei Stefan Wüstner gesagt, das weiß ich noch. Aber da ist natürlich so viel Wahres dran und das ist ja, betrifft ja auch nicht nur dieses Thema, sondern natürlich auch die andere Art der Fotografie mit künstlichem Licht, mit Blitzlicht. Jeder muss ja Licht lernen zu sehen und damit auch umzugehen. Ja. Aber das ist ja sehr explizit ein sehr spannendes Thema, definitiv. Das sollte jeder ausprobieren. Ja. Also nur auch rein einfach nur mal gemacht haben. Richtig. Und deswegen habe ich den Beitrag gemacht, dass ihr jetzt bitte Solak, den Kanal definitiv abonniert. Und ich bin auch wirklich gespannt. Du bist ja in Staffel 4 dabei. Mhm. 10 Tage, 10 Fotos. Und was es da Schönes zu sehen gibt. Und vor allen Dingen auch Instagram heißt es auch ja, Solak_Leitart. Genau. Aber wenn man Solak sucht. Genau, findet man das sofort. Oder einfach den coolen Hashtag Solak rockt. Oder das. Also holt euch das Buch und probiert das aus. Es macht unheimlich viel Spaß. Es wird euren Horizont definitiv erweitern. Sagt es nicht einfach nur, ach nö, ist nicht so mein Ding. Probiert es aus. Es macht definitiv Spaß. Und gerade zu der jetzt sehr blöden Zeit in den letzten Jahren hätte man in diesem Bereich viel zu Hause machen können. Und das auf dem Wohnzimmertisch mit irgendwas, keine Ahnung. Perfekt. Es gibt hunderte, tausende Möglichkeiten, ob alleine, zu zweit, in der Gruppe oder wie auch immer. Und das möchte ich euch an dieser Stelle raten. Und ich sage erstmal vielen, vielen Dank, dass du die Zeit für mich genommen Danke. Hast. Und ist hoffentlich nicht das letzte Mal, dass wir zusammenkommen. Jo.
Ja, alles klar. Würde mich freuen. Danke fürs Zuschauen, zu sehen, wie auch immer. Tschüssi. Ciao, ciao.